Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute habe ich mir gedacht, Bootcamp Blues, erhalte eine ID-Karte. Achso, wir müssen das von vorne machen, egal, alles gut. Ich hatte heute eh was anderes vor. Ja, ne, ich glaube, das reicht, wenn wir die hier nehmen, ne? Also, das reicht, wenn ich die 10mm Pistole nehme. Und zwar möchte ich heute, wir haben ja gestern ein paar Sachen gekauft, ein bisschen nach Hause gehen und da halt unser Zuhause ein bisschen verschönern. Aber erstmal gehen wir hier hin. Was gibst du uns denn? Kronkorken? Mhm, Granatwerfer? Mhm, nichts Großartiges. Er planscht noch ein bisschen. So, wir kommen später hier zurück. Von daher ist das okay. So, ich möchte nämlich zu meinem Camp. Was? Der Dude da hinten? Der ist jetzt nicht wirklich nah, aber gut. Der ist so weit weg, dass ich ihn nicht mehr treffen kann. Jetzt komm her. Geht doch. So. Kann ich jetzt still reisen? Oder war das nicht der Gegner, den wir gesucht haben? Das war der Gegner? Der war ja wohl 100 Meter entfernt so und das wird langsam warm mit der unsichtbaren Decke. Ich bin ja wie so ein Opa, weißt du? Wenn ich am PC zocke, ich habe immer eine Decke über meinem Schoß. Immer. Immer. Es war schon damals so, als ich angefangen habe. Man kann sie halt nur nie sehen, weil ich sie jedes Mal einfach nur über die Füßen habe. Weil ich finde das halt bequem. Da war es schon wieder. Da, habt ihr es gesehen? Jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, sehe ich irgendwie eine Gegnerleiste. Und ich weiß nicht, wo die herkommt. So, als allererstes, wenn wir schon mal hier sind, kümmern wir uns um die Todeskralle, weil ich wohne halt hier neben der Todeskralle. Ist ein bisschen blöd, wenn die jedes Mal rauskommt. So. So kann man auch Todeskrallen farmen. So, gedämpft, Metallrüstung. Ah, gut, schade. Oh, hier kann man gut Sachen farmen, muss ich sagen. Sind das Füße? Ja, okay, da liegt jemand. Und eine Waffe liegt hier auch immer. Ja, nice. Also, eine Kackbratze liegt hier auch. Also, ich kriege hier Zeug ohne Ende in meinem Zuhause. Finde ich gut. Rein theoretisch muss ich einfach nur jedes Mal mich ausloggen und wieder einloggen. Wenn ich dann auf einem anderen Server lande, kann ich nochmal farmen. Da war's schon wieder! Es ist einfach nichts in der Nähe. Nichts! Ich weiß nicht, ob ich von hier aus auf der anderen Seite der Welt da hinten Supermutanten sehe, aber irgendwie ist das ist seltsam. Wieso ist meine Tür offen? Wieso habe ich sie offen gelassen? So, zum einen wollte ich gerne die Eier suchen. Ich weiß noch nicht, wie die das gemacht haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man die Eier wirklich suchen muss. Dass man die nicht einfach so findet. Ich habe ja heute einen Kommentar bekommen. Deswegen sind wir auch hier. Weil ich wollte gucken, wie das mit den Eiern so läuft. Aber ich glaube wirklich, dass man sie suchen muss. Und ich hoffe, du bleibst jetzt da. Ich weiß nicht, ob die auf meiner Gegend sind hier oder... Wir gucken uns erstmal hier um. Ne? Vielleicht sind sie einfach irgendwo hier verstreut. Ich habe zwei Eier. Was in einem Normalzustand sein sollte. Und vielleicht sind die einfach versteckt irgendwo in deiner Umgebung. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Weil mir wurde gesagt, beim Bauen kann man sie anscheinend nicht finden. Oder der Kommentarschreiber hat sie wirklich nicht beim Bauen gefunden. Aber ihr anderen könnt gerne etwas dazu schreiben, wie man die Eier findet oder ob man die Eier überhaupt suchen muss. Ich weiß es nämlich nicht. Das Gebiet, in dem man bauen kann, ist halt nicht wirklich groß, ne? Vielleicht werden sie random irgendwie platziert. Vielleicht in der Spielwelt sogar. Ich weiß es nicht. Naja. Wir haben uns Laminat gekauft. So, und deswegen, zack. Zum Bauen wechseln, lagern, ersetzen. Durch
Schönes Laminat. Das ist doch gut. So, ich will nur... Okay, das ist jetzt schon mal kacke. Wir müssen das drehen. Das hat gut funktioniert. Außer, dass die Box natürlich jetzt da ist. Guck mal, ist das nicht ein schönerer Boden? Ich finde schon. Ich finde, so geht das klar. So, XY, zack. XY drehen. Hallo? Achso. Drehen, so. XY. Okay, die Powerrüstung landet gleich wieder mal im Inventar. Das ist ein bisschen kacke. Ich würde sie halt auch gerne irgendwie aufstellen, ne? Ich meine, klar, ich könnte sie einfach loslassen. Also quasi wie so ein Pokémon freilassen. Aber da kann sie ja jeder Handzieher aufsammeln. Das will ich ja nicht. Ich will nur, dass jeder Handzieher sie sehen kann. Ich will damit protzen. Also da müsst ihr euch noch was einfallen, Befester. Da müsst ihr euch was einfallen lassen. Wir haben keine richtigen Wände. Oh, stimmt. Haben wir da irgendwas? Ja, nein. Nicht wirklich, ne? Scheiße. Stimmt. Und wir haben nur noch 200. Oder können wir uns mit 200 schon eine ordentliche Wand leisten? Atomshop. So. Da ist das zweite Ei, was ich gekauft habe. Und wir gehen mal hierauf. Aid my brother. Aha. Betten, Türen, Dekoration. Maschinen, nee. Skins. Camp, ne? Hä? Ach, Strukturen wahrscheinlich, ne? Nee. Uno Sekundo. Habe ich auch geguckt, ob das im Atomshop ist? Ach nee, okay, man kann die so finden, alles klar. Die sind nicht im Atomshop. Okay. Ja, so viel dazu. Verkackt. Wo finde ich denn das Zeug? Ich spiele jetzt echt schon lange und habe die noch nicht gefunden. Naja, wir haben noch... Dekoration. Bett ist das ja nicht, ne? Mothman. Oh, wir haben schon so ein Klapsen. Ne, haben wir nicht. Oh, ich dachte, ich habe so ein Klapsenbett. Hier, das ist doch voll cool. Naja. Vielleicht sind die Eier auch in der Lagerkiste. Das kann auch sein. Dekoration, aber ich glaube eher, man findet sie unter Dekoration, die Eier, oder? Ich meine, ist ja nichts anderes als eine Dekoration. So, wir haben noch einen fetten Springbrunnen, den ich nirgendwo hinbauen möchte. So ein riesen... Ich wollte schon Pferde sagen, das ist Löwen. Ein Baseballspieler, den hier haben wir aufgebaut. Noch weitere Statuen. Aber ich möchte gerne meinen Teppich haben. Huch, was ist das denn? Nein, das wollte ich nicht. Bodendekoration. Ach, die Statue ist so klein. Ich dachte, das wäre eine Riesenstatue. Ich meine, klar, ich habe sie jetzt nicht gekauft, aber... Ich bin froh, dass ich sie nicht gekauft habe. Ich dachte, das wäre so eine große. Da. Ja, da ist mein totes Krallenviech. Ja. Immerhin habe ich gerade eine Todeskralle getötet. Ja. Guckt euch an. Sah ein bisschen cooler aus, ne, aber... Ich meine, im Endeffekt ist es Blödsinn. So eine Todeskralle besteht nur aus Leder. Normalerweise packt man sich Fell auf den Boden, ne? Ja, was willst du machen? Okay. Vielleicht hier? Nee. Hier werden wir wahrscheinlich auch keine Eier finden. Naja, sind Eier Bodendekoration? Man kann Müll... Was? Fastnachtkonfetti. Achso, ich dachte, das wäre Müll. Sieht aus wie das Müll von Fallout 4. Deswegen dachte ich, man kann jetzt Müll hier verbreiten. Für Leute, die gerne als Messi leben. Man weiß ja nicht, was ist das denn? Eine Vase. Ist aber eine gruselige Vase. Ja, Vault Boy. Vault Girl. Ein Spinnrad.
Flamingos, irgendwas Überdimensionales, Vogelscheuchen. Oh, die ist cool. Wir finden einfach die coolen Baupläne nicht. Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt waren wir in dem Gebiet oben noch gar nicht, ne? Wir waren jetzt... Vielleicht kommt das ja jetzt noch. Vielleicht kommt das ja noch. Nö, also hier sind die Eier nicht. Tische. Wanddekoration. Ja, Wanddekoration wird es auch nicht sein. Sonstiges eventuell. Das will ich auch haben. Du hast recht, man findet die Eier nicht. Hm. Und es wäre auch unsinnig, sie irgendwie in die Lagerkiste zu stecken. Es sei denn, sie sind gelagert. Nein. Hm. Na gut, machen wir weiter. Und dann machen wir uns noch hübsche Treppen. So richtig schön Metall. So, ah, schon viel besser als diese rostigen, ekligen Dinger. So, wunderschön. Jetzt gehen wir hier hoch. Hier brauchen wir das Laminat, glaube ich, nicht verlegen. Hier werden wir was anderes verlegen. Aber hier möchte ich halt, hatte ich halt schon im Kopf, dass wir hier Gras verlegen. Kunstgras. So. Das müssen wir auch nicht großartig drehen. Hä? Ah, geht doch. So. Oh. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Sehr schön. So, Kunstrasen. Sieht zwar irgendwie doch ein bisschen kacke aus. Vielleicht sollten wir die doch drehen. Wirkt so, ne? Gegenstand kann nicht entfernt werden. Ich will die auch nicht entfernen, ich will ihn drehen. Spiel kotzt mich an. Alter, pack's doch mittig hin. So. Ja, jetzt funktioniert das hier noch. Und machen wir das hier noch? Hä? Es alles ergibt sowas von keinen Sinn, was ich hier mache. Aber es funktioniert irgendwie. Oh nein, wir haben ein Dilemma. Oder? Ja. Hä, scheiß drauf. Sieht halt nicht perfekt aus. Ist halt so. Ja, mal gucken, was könnten wir hier auf dem Dach verlegen? Ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen Turm mehr. Aber wir können ja mal gucken. Können wir nicht direkt hier ersetzen? Aber man kann nur das ersetzen, was man hat. Alles klar. Okay, wir haben natürlich das Normale hier. Das Gras, was wir haben, das Laminat. Ja, das sieht scheiße aus. Das hat irgendwie doch schon Stil. Vielleicht das Helle hier oben? Ich meine, jetzt noch nicht, später aber. Das sieht auch kacke aus. Ja, cool. So viele Bodenmöglichkeiten haben wir eigentlich nicht. Also würde ich sagen, Laminat. Hätten wir jetzt großartig die Möglichkeit, irgendwas anderes zu wählen, was wir natürlich nicht haben. Aber hätten wir es, könnten wir hier auch einen anderen Boden verlegen. Wieso ist der zerkratzt? Ich habe den gerade erst gebaut. Guckt es euch an. Was zur Hölle? Finde ich jetzt nicht so nice. Verkaufen die mir hier einen zerkratzten Boden oder so? Was soll denn das? Hä? Ein bisschen laggy das Spiel. Zack. So, gerade mache ich das aber auch selber irgendwann. Also, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich will es einfach nur gebaut haben. Was haben wir uns noch geholt? Wir haben uns das Laminat geholt. Oh, das ist wunderschön. Ihr guckt es euch an. Mmh, wie fest da habt ihr wieder gute Arbeit geleistet. Ach, wie schön. Ah, gut.
Haben wir uns noch irgendwas geholt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war's. Ja gut, dann erstmal den ganzen Schrott und so weiter loswerden. Die 10 mm ist ab Stufe 5, war gut. Ich hatte mich für Stufe 50 gefreut, aber... Ja, der Typ war jetzt auch nicht wirklich der Stärkste. Hier, Stufe 50. Einfach so neben meinem Zuhause gefunden. Stimmt, wir... Ah, alles klar. Okay. Was haben wir für Gegenstände? Unser Scharfschützengewehr schießt mit 308er Munition. Hat man nicht 50er gemacht? Ach nee, die hat keinen Namen, alles klar. Gut, wir müssen einen Schaden von mindestens... du wirst verkauft. Aurora. 122 hinkriegen. Am besten noch irgendwie 50er Munition. Zum Modden wechseln. Wir haben schon 131. Was willst du denn? Okay, ja, cool. Aber kriegen wir den 50er Verschluss hier auch hin? Da war irgendwas da. Da. 131. Achso, den haben wir schon. Da ist der 50er Verschluss. Na gut, wir verlieren 2 Damage. Was jetzt auch nicht wirklich schlimm ist. Okay, gucken wir uns erstmal den Rest an hier. So. Ach. Wir haben den verlängerten Lauf, der ist Standard. Wir haben hier überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Dann gehen wir auf. Wuchtiger Kolben. Erhöhter Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Ich denke, überlegende Rückstoßdämpfung ist am besten. Standardmagazin brauchen wir auch nicht. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit, erhöhte Rüstungsdurchdringung. Ja, das gefällt mir. Haben wir noch überlegene Rüstungsdurchdringung? Durchbohrendes Magazin. Hat wahrscheinlich nur einen Schuss, ne? Feuerrate 3. Oder eine Kapsel. Ja. Ja, das andere hat auch nur eine Kapsel. Ziel für einen Rock kann bleiben. Ein schöner Schalldämpfer sollte nicht fehlen. Oh, ich habe keine Lackierung dafür. Ja gut, aber ich werde den Namen auf jeden Fall Aurora behalten. So viel ist klar. Wir gehen auf jeden Fall noch auf 50er. Und dann sollten wir über 122 auf jeden Fall sein. Wobei, die 308er könnten wir eigentlich auch behalten. Ja, scheiß drauf. So, dann den ganzen Kram hier noch reparieren. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Was mache ich für Dinge? Ich will reparieren. Reparieren, da. Achso, das war schon richtig. Okay, benennen wir ihn erstmal um. Bleiben wir erstmal bei Aurora, bis wir was Besseres finden. Also keinen besseren Namen, sondern eine bessere Waffe. Aber ich will das Ding jetzt auch reparieren können, ne? Werkbankreparatur. Das haben die aber neu gemacht. So, und der Aurora kann weg. Ach, es ist rein theoretisch dieselbe Waffe. Ja, nur ohne Skin halt, ne? So, haben wir hier was... haben wir hier was Neues? Nö, nur die Heizspule, die wir immer noch nicht machen können. Lackierung haben wir auch keine. Meine Pistole, ja, wird wahrscheinlich auch nichts Großartiges haben, ne? Wieso sehe ich die Werte nicht? Ach, leckt mich Bifesta, ganz ehrlich. So. Wir gehen weiter. Ich habe den Timer nicht gestartet. Warum tue ich das nicht? Keine Ahnung. Okay, somit können wir... Ja, ist ja dieselbe Waffe, von daher können wir auch gleich benennen, ne? Ist von daher ist alles grün. Ah, gut. Guck mal, hier, grüne Fläche. Was ist das schön. Kunstrasen, okay, ich gebe zu, Kunstrasen ist jetzt nicht der schönste Rasen, aber es ist schön. Mal ein bisschen grün zu haben zu Hause. So,
Was habe ich hier eigentlich noch drin? Der Todeskrallenhandschuh, stimmt. Und du verwendest 50er. Ja, wenn ich aber alles mitnehme. Holy shit, dann bin ich ja überladen. Erstmal den Schrott. Okay, ich habe den Schrott abgeladen, alles klar. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Wir müssten. Aha, Todeskrallenhandschuh. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Das heißt, also rein theoretisch wäre der Todeskrallenhandschuh wirklich perfekt zum Sneaken gedacht. Und ich mache mal die Tür zu. So, dann ziehen wir uns mal unsere Rüstung an. Jetzt ist halt nur noch die Frage, können wir den Handschuh oder den Todeskrallen... Ist ein Handschuh, ne? Todeskrallenhandschuh. Können wir den auch tragen? Weil einen Handschuh kann ich eigentlich rein theoretisch nicht tragen. Nein, es geht nicht. Es wäre natürlich cool, weil 143 Schaden ist natürlich... Okay, ich gebe zu, dass der MC Zero noch besser ist. Aber gut, der hier wäre natürlich zum Schleichen perfekt. Das wäre doppelter Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Das heißt, es wären 300 Schaden plus... Ich weiß nicht, wie viel Schaden man beim Schleichen macht, wenn man sich hinter jemanden hinhockt, aber sagen wir mal... Nur mal zwei gesehen. Das sind 600 Damage. Boom. Und ich glaube, es sind mehr als zwei, die man darauf machen kann. Aber gut, wir legen den erstmal zurück. Oder wir gucken erstmal... Ach nee, scheiß drauf. Wir legen ihn erstmal zurück. Wir haben jetzt heute auch schon genug gemacht. Und ich möchte gerne den hier einmal kurz testen. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Namen. Okay, wir haben noch zwei Waffen, die benannt werden können, und zwar meine Pistole und dieser hübsche Dude hier. Ist auf jeden Fall eine hübsche Waffe. Die brauchen wir für Todeskrallen. Das heißt, wir können auf 308er Munition umsteigen. Ich weiß nur nicht, was wir mit Stefan machen, weil Stefan brauchen wir rein theoretisch jetzt nicht mehr so viel. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich noch benutzen, wie hier und da mal, ne? Weil Stefan macht schon ordentlich Schaden. Aurora packen wir erstmal rein und... Dann haben wir ja die Jetmaschine noch. Wir packen die Jetmaschine erstmal. Ich kann sie nicht reinpacken. Ah, gut. Gucken wir erstmal, was wir machen. Ich wollte ja eigentlich erstmal. Ah, weißt du was? Wir werden das einfach machen, sobald wir an irgendeiner Bergbank vorbeikommen, also. Ich habe jetzt keine Lust mehr. 51 Kronkorken! Ich hab's vergessen. Ach, ein hübsches Bild! Guck mal hier. Ah, das ist die Sonnenseite von meinem Gesicht. So sehe ich auch in Wirklichkeit aus von unten. Das ist schön. Kann ich die Maske eigentlich auch tragen, währenddessen ich die Rüstung anhabe? Ich meine, klar, der Kopf verschwindet dann, aber wenn ich jetzt unter die Rüstung die Maske anziehe, das müssen wir noch testen. Aber momentan will ich erstmal weiter zur Quest. Wenn wir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich nehme an, wir haben nicht mehr viel Zeit. Glocke funktioniert gar nicht. Jemand da? So. Ich weiß ehrlich auch gar nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, hierher zu gehen. Weil wenn die Folge beendet ist, möchte ich gerne wieder in den Überlebensmodus.
Und ich glaube, wir machen das einfach so, dass, ich meine, viele werden sowieso abschalten, wenn ich bei mir in der Butze baue und irgendwie Scheiß laber. Dann würde ich sagen, machen wir die schönen Sachen morgen, ne? Das heißt, wir gehen auch in den Überlebensmodus, werden uns auf jeden Fall das Munitionslager da oben schnappen und dann 50er Munition herstellen für unsere neue Knarre. Und dann mal gucken, wenn wir jemals eine Werkbank wiederfinden, gucken wir mal, ob wir die verbessern können. Und da wir ja ohnehin nur zu Bahnhöfen reisen können, können wir unsere super tollen Sachen auch verkaufen. Also die Sachen, die ich nicht brauche. Okay, so machen wir das. Haut rein, euer Zero. Tschüss.